Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replaycast 239. Dieses Mal mit PvP, einmal mit dem Protoss hier in Braun. Das ist Bisu. Den hatten wir ja schon ein paar Mal. Und der spielt gegen seinen starken Protoss-Kollegen in Rot. Das hier ist Stark. Das Spitzenklassik PvP, das ist ein Match, wie man es hier auch sieht, aus der IEF 2010. Und die beiden sind hier close air gespawnt auf dieser tollen Karte. Und alles ist cartoonig und knuffig. Es ist nicht süß. So, mal kurz. Bam. Das sind mal die Replays, wo das Ding mit reingeschrieben wurde. Und damit ist das hier drüben alles ein bisschen hässlich, leider. Kann ich auch nicht viel dagegen machen. So, wir sehen, beide gehen scouten. Beide scouten erstmal falsch. Das ist supi. Stehen direkt nebeneinander, aber scouten erstmal den langen Weg. Beide gehen auf Gateway Gas. Da wird es dann recht früh. Oder es kann recht früh Dragoon-Geplänkel geben zwischen den beiden. Und die sagen sie jetzt noch gleich Hallo. Damit können sich beide eigentlich schon ausrennen, wo der Gegner gespawnt ist. Mhm. Weil das Timing wissen die natürlich beide. Die Probes treffen sich da oben. Das heißt, mein Gegner, wenn er zu einem normalen Scout-Timing losgefahren ist, ist auch zuerst in die Basis hier oben gefahren und dann hier rüber. Und damit, ja, sind Body auch sofort umgedreht. Und scouten die letzte verbleibende Position. Und mal sehen, wie die Probes da reinkommen gegen die Salads. Das ist immer so die Sache. Am Salad vorbeikommen ist nicht ganz einfach. Die Probe hat es geschafft. Die Probe von Bisu ist drin. Die Probe von Stork kommt momentan nicht rein. Ja, da kommt einmal der Scout bei dem Mann. Bisher das gleiche. Da kommt mal kurz ein Pylon-Block. Und der erwischt auch drei der Probes. Das ist, ja, blockiertes Mining. Die müssen jetzt hier, ja, die wurde jetzt rausgezogen, aber es ist halt umständlich, man wird da schon ein bisschen Mining, das Ding kann gecancelt werden. Und ja, das hat, glaube ich, schon mehr als 25 Minerals gekostet, damit sich das lohnt. Das ist so der Punkt. Der Bau und der Cancel kosten dann 25 Minerals und wenn man dann eben, man muss dann quasi 4 Probe-Fahrten verhindern, effektiv, damit sich das lohnt. 8 Minerals pro Probe-Fahrt, also mit 3 wären es 24 und mit 4 dann 32. Ab da lohnt sich die Geschichte. Das müsste sich gelohnt haben, denke ich, für Bisu. Das sind Kleinigkeiten, das macht nicht viel aus im Gesamten, aber die kleinen moralischen Siege sind doch auch nicht ohne. Und wir sehen hier, die Probe düst noch immer fröhlich durch die Gegend. Und da hat sie es dann auch erwischt. So schnell kann es gehen. Wir sehen tatsächlich einen unterschiedlichen Tech-Weg, denn Stork geht auf das Range-Upgrade für seine Dragoons und danach auf die Robo. Bei Bisu hingegen gab es direkt die Robo und ja, momentan kein Dragoon-Range-Upgrade in Sicht. Das heißt, er kann hier schneller tacken, kann schneller die Reaver draußen haben. Natürlich Reaver-Drops in Kombination mit Dragoons ist so das Ding in diesem Matchup. Haben wir ja auch schon oft genug gesehen. Wir sehen hier, die Probe wird gefinished. Dragoons traden ein bisschen Damage gegenseitig. Ich fülle mal kurz meinen Kaffee nach. Der Dragoon muss aber aufpassen mit bei Salads. Wenn er da zu lange stehen bleibt, dann wird er da von den Salads angelaufen. Aber man sieht es, ohne Leg Enhancements sind die Salads gar nicht mal so stark. Da kann man easy davon verlaufen. Die blocken auch noch den gegnerischen Dragoon, das heißt, man hat da noch weniger Schmerzen. Und wir sehen, ja, sofortige Robotics Bay bei Mr. Bisu. Das heißt Shuttle und dann eben der Reaver. Sind auch Shuttle unterwegs bei Stork und auch das Upgrade wird da fertig werden. Der Signature Charge Shuttle ist halt mega mächtig auf dieser Map. Mit so einer kleinen Luftdistanz zwischen den Basen ist das Shuttle halt direkt drüben und genau das macht das so gefährlich auf dieser Map. Wir sind jetzt noch eine Observatory bei Stork, aber der wird einfach die Dragoons droppen, denke ich. Man könnte ja dann versuchen, die Dragoons dem Reaver Drop hinterher zu droppen, mit dem Shuttle den Reaver Scarabs auszuweichen. Da kann man viel damit machen. Ist die Frage, ja, wie es mit Aufmerksamkeit ist. Natürlich, man hat viel zu tun. Und einen Moment mal nicht in die richtige Ecke geschaut, kann einen da sehr viel kosten, gerade gegen Reaver. Wir sehen, der Shuttle ist da unterwegs. Und da ist drin, oh, nur eine Probe tatsächlich. Er will... Was? Er will, was will er hier? Okay, er will mal scouten zumindest. Er will mit der Probe scouten. Und er kriegt auch den Scout, also er sieht auch alles. Ob wir den Probe für einen Scout. Ich dachte gerade für einen Moment, er will hier die Basis unten bauen. Das wäre aber schon arg wild geworden. Und ja, er wollte eigentlich nur die Infos haben und die Infos hat er auch direkt bekommen. Ich meine, er hat direkt hier die Robotics Bay gesehen. Robotics Support Bay.
Das Staubsaugergebäude. Das ist so gut, dass es Staubsauger sind. Bedeutet das in etwa, dass ein Weaver eine Unterart eines Staubsaugers ist? Aber der saugt ja nichts, der spuckt ja. Der stießt ja die Scarabs raus. Also nicht sicher, ob der ein Designfehler ist, technisch gesehen. Wenn wir jetzt die Cardboard-Lore angehen von Brood War, aber ich glaube, das führt zu nichts. Ja, wir sehen einfach, es wird sich aufgebaut. Das Shuttle ist eigentlich ready. Oder war das auf den zweiten Reaver? Es ist kein zweiter Reaver unterwegs. Jetzt kommt erst ein Observer noch mit dazu. Die Dragoons platzieren sich hier. Der Observer ist bereits unterwegs und man sieht auch hier die Dragoons aufgestellt, damit eben da kein Drop reinkommt. Beide expandieren. Tatsächlich hier haben sehr viel Respekt voreinander. Muss man ja wirklich sagen. Keiner der beiden will das sofort irgendwie eine Aktion starten, sondern beide haben sehr viel Respekt vor dem Gegner. Jetzt der Versuch von Bisou mit dem Shuttle, mit dem Speed Upgrade und dem geladenen Reaver. Muss der genau in die Ecke fahren, wo ich nicht vernünftig reinkomme. Wir könnten die Minimap ausblenden. Wenn ich gerade nicht sicher bin, welcher Hotkey das war. Ich habe einfach mit M. Nein, das ist das Game Menü. Ha! Dann war es STRGM, glaube ich. Sehr schön. Nein, das ist die Musik. Irgendwie konnte man das Ding ausblenden. Es gibt einen Hotkey dafür. Aber ich weiß ihn leider gerade nicht auswendig. Weil ich nutze den nicht. Ich habe die Minimap eigentlich immer gerne an. Weil ich immer gerne wissen will, was eben so nebenbei auf der Map abgeht. Leider gibt es auch keinen... Doch, es gibt, glaube ich, einen Hotkey für alle ausblenden. Also, es gibt einen Hotkey, um alle Grafiken gleichzeitig auszublenden, damit man dann so eine Vollbildansicht hat, wie in StarCraft 2. Problem ist, die werden nicht alle gleich wieder eingeblendet, wenn man das nochmal drückt. Und der blendet dann nur einen Teil der Flächen wieder ein. Das heißt, man muss den Rest wieder manuell aktivieren, das führt zu einem riesen Chaos. Und wir sehen, die Happy Reavers sind hier am Start. Und das Shuttle wartet immer noch auf seinen Einsatz da unten. Also, Bisou versucht da gerade mal Stalk ein bisschen abzulenken, in der Hoffnung, dass er dann mit den eigenen Reavers was machen kann. Aber er muss halt mega vorsichtig sein, denn er hat die Reaver gegen sich. Bam, bam. Und es ging nur der Splash Damage drauf, das hätte schlimmer werden können. Aber der Drop ging rein. Wie viel hat er da erwischt? Ich bin mir nicht sicher. Wenn das kriegt, habe ich hier noch weitere Kugeln ab. Aber der Reaver Drop war mal kurz drin. Und da waren auch gerade keine... Okay, die Props wurden gepult. Okay. Wir sehen es gerade. Die Masse wieder hoch. Also die Props wurden rechtzeitig weggezogen. Stalk hat da aufgepasst. Alles gut. Haben da keine massiven Kills verpasst. Sondern das war alles soweit ganz okay. Sehen hier die Observer einfach, um die Basis ein bisschen abzuchecken, und Bisou belagert hier weiter in Stalk, versucht es mit dem eigenen Speed Shuttle. Oh, kriegt aber Damage auf Shuttle, das ist das Gefährliche. Ein paar Scarab-Kugeln gehen raus. Und sieht hier, Kills 0-0, also er hat wirklich gar nichts getroffen. Er sieht, oh, der Shuttle stirbt aber, und da stirbt auch der erste Reaver hier von Bisou. So schnell eskaliert die Sache. Man sieht, das ist ein Riesenhaufen an toter Dragoons, der da noch übrig bleibt, aber jetzt ist es halt 2 gegen einen Reaver. Und da hat im generell natürlich Stalky den Vorteil, außer die Reaver gehen zwar nach vorne und werden gesniped, aber man sieht schon, die treiben einfach fröhlich die Dragoons vor sich her. Das ist einfach diese mächtige Feuerpower, zumal da jetzt noch ein Shuttle mit dabei ist. Also Stalk hält die Geschichte, kriegt das Shuttle seines Gegners, kriegt auch die Reaver seines Gegners. Teure Verluste für Bisou. Hat zwar momentan noch mehr Supply, aber mit Dragoons gegen Reaver ist das immer so eine Sache. Er hat halt eben den Reaver und man sieht auch, wie angeschlagen der ist. Die gegnerischen Reavers sind noch bei voller Gesundheit und nicht mal Schildschaden abbekommen. Also das ist ein wesentlich besserer Fight hier. Und natürlich muss das hier Bisou auch erstmal ersetzen. So, da natürlich jetzt der Move-Out von Stalk. Versucht das jetzt selber zu nutzen. Das ist genau das. Bisou will hier nicht konstant fighten, weil er hier halt echt belagert wird. Der Dragoon ist One-Hit quasi. Da fehlt noch ein letzter Schuss und dann fällt er um und er bleibt kurz stehen. Und da ist er dann auch down. Und die Belagerung geht hier weiter. Es ist jetzt ein Reaver gegen zwei. Shuttle nach wie vor mit am Start, aber jetzt auch der zweite Reaver. Oh, der Reaver bockt die ganzen Dragoons hier gerade. Ist das unangenehm. Und die nächsten Kugeln fliegen rein. Die nächsten Kugeln landen. Und nochmal ein Dragoon stirbt jetzt hier den Highground mit dem Nutzen für die Defense. Es ist auf diesem Map möglich. Aber man sieht, es ist trotzdem mega cast. Und es fehlt das Range Upgrade. Wieso hat, glaube ich, kein Range Upgrade nach wie vor? Das hat er nicht nachgezogen, seit ich das gesehen habe. Und somit fightet er damit mit relativ schlechten Dragoons, aber kriegt jetzt endlich mal den ersten Reaver gesniped. Problem ist trotzdem, er hat da auch einige Einheiten bei diesen Defense verloren. Stalk allerdings auch, und auch das Shuttle. Hat er das Range Upgrade? Weil es sah so vom Highground aus nicht so aus, als ob die das Range Upgrade mit drauf hatten.
Bin mir jetzt da nicht ganz sicher. Leider gibt es keinen Tab, wo ich das prüfen kann. Beide weiterhin auf Two-Base aktuell. Wir sehen eine Forge bei beiden Spielern und wir sehen Templar Archive bei Bisu und ein neues Shuttle, das da gebaut wird. Bei Stalk, keine der beiden bisher mit einer dritten, aber Bisu hätte da schon was vorbereitet. Die Karten, die Basen der Ecke der Karte. Natürlich auch mega weit weg von Basis 1 und 2, also das ist wirklich massiver Abstand, wenn man das sieht. Man muss sich hier rausbewegen, dann rüber auf den Highground und dann hier hinten rein. Das ist eine Weile, die man da laufen muss. Aber jetzt ist Bisu wieder am Drücker. Das heißt, er hat den Raum, um das zu tun. Währenddessen Stork muss jetzt wieder ein bisschen um sich und seine Verteidigung kümmern. Reavers sind da noch nicht wieder errichtet. Das könnte ein Problem sein. Grundtechnisch sieht das für Bisu hier gar nicht schlecht aus. Supply hat sich jetzt wieder angeglichen. Und ja, die Reavers sind immer noch so der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte, wenn die mit dabei sind. Jetzt wieder auf den Ops. Beide haben sich auch schon fröhlich viele Ops gesniped. Und beide planen auf eine dritte. Beide gehen auf Lag Enhancements. Also das PvP ist immer noch sehr gemirrored. Jetzt eigentlich, der Shuttle kommt mit hier für Bisu. Er will es jetzt hier wissen. Er geht mit seinen eigenen Doppelreavern rein. Und sein Gegner hat erst einen Reaver. Der kommt erst langsam die Rampe runtergeschlichen. Die Dragoons werden da geblockt. Okay, da ist doch das Range-Up hier drauf. Weil die haben sich gerade gegenseitig auf Max-Range geballert. Da muss das Range-Up hier drauf sein. Und das geht jetzt hier rein. Der Stalk will diesen Fight hier haben. Aber die Reavers sind immer noch ein Problem. Da gehen zwei Kugeln rein. Und das ist einiges, damit der da rausgeht. Kann das hier Stalk Manager? Er hat den besseren Reinforcement-Punkt, der Standard-Reinforcement, aber eben nur einen Reaver gegen zwei. Und mal gucken, ob das hier reicht. Scarab geht da nochmal ziemlich gut rein, aber auch in der Gegenseite. Die Scarabs ballern sich davor nicht durch. Die Dragoons sterben bei beiden Seiten nach und nach. Wechsel jetzt gucken, haben reingelaufen, hoffen, dass sie was machen können. Und man sieht, es bleibt bei beiden nicht viel übrig, aber bei Bisu ist es halt ein bisschen mehr. Und er kann jetzt weiter drucken, man hat immer noch diesen Reaver mit Shuttle. Und der Reaver ist halt das große Problem. Und jetzt legt jetzt einfach die gesamte restliche Army. Somit ist die Netz mal gebrochen und Stalk kann sich da nicht mehr weiterhalten. Muss hier aufgeben, wirft das GG und der Reaver ballert nochmal einfach aus Jux und Tollerei ein paar Props aus dem Leben. Reaver Firepower. Und damit nach 13 Minuten endet dieses PvP mit einem Sieg für Bisu. Sah aber stellenweise ein bisschen gefährlich noch für ihn aus, aber an sich dann doch gut gemanagt. Der Counterfight dann hier eben lief nicht gut für Stalk. Beide Male, also immer in den defensiven Protoss reinpushen, wie man gesehen hat, ist auch nicht einfach. Es ist nicht ganz so verheerend, wie wenn man gegen den Mech-Terrant spielt, aber es ist trotzdem, ja, defensiver Vorteil ist ein Bubwa bedeutsamer als in StarCraft 2. Und das sieht man in solchen Engagements eigentlich immer wieder. Und ja, das war dieses Replaycast 239. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.